Servus und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Pal World. In der letzten Folge hatten wir das Chickypea, Shiny Chickypea gefangen und wir wollen uns mal ganz kurz angucken, was denn so besonders daran ist. Außergewöhnlich, okay, Drachenmeteor 150, Hackordnung. Also ich muss mich auch noch ein bisschen reinlesen in das Ganze, aber wir werden doch einfach mal das Shiny Chickypea in unser Team nehmen. Und mein Katiba ist hier eigentlich auch schon fleißig am Sammeln und am Machen. Da ist es. Eier legen. Ah, okay. Vielleicht ist das ja von dem Shiny. Aber schade, dass das Shiny jetzt weg ist. Na, egal. Dann ist es halt so. Ja, genau. Die Viehfarm wollte ich noch farmen. Bauen. Dazu fehlt mir schon wieder Holz. Ein Eik zu dir, der würde uns ganz gut stehen jetzt, demnächst mal. Aber dazu werde ich dann gleich erstmal pennen gehen. Und die Viehfarm will ich aber sowieso als allererstes mal noch bauen. Die baue ich hier hinten irgendwo hin, glaube ich. Nicht genügend Material. 50 Holz, ich habe doch gerade gefarmt. Also jetzt aber. Die Viehfarm, wo bauen wir die hin? Ey, ich habe halt auch so ein bisschen... Oh nein, jetzt brenne ich. Oh nein. Oh, ich latsch durchs Lager. Ich bin voll durchs Lagerfeuer gelatscht. Ich habe mir, glaube ich, eine Scheißstelle ausgesucht zum meine Base bauen. Ah, ich habe nie genug Platz. Da oben wäre es besser gewesen. Hier so mitten rein. Ach, das soll ja sowieso erstmal nur... Ja, komm, wir bauen es hier hin. Fertig. Mein Katiba hilft mir. Jawohl. 1:25. Alter Falter. Ich kann aber... warte mal. Ich lasse das Katiba mal bauen. Denn wir können die Palbox verbessern. Mission erledigt. Kannst die Palbox verbessern. Das machen wir jetzt schnell. Und dann haben wir, glaube ich, einen Slot mehr. Jawohl, haben wir. Dann nehme ich das Katiba hier rein und setze es auch ins Lager. Das wird mithelfen. Kommt beide ran hier. Dann geht's schneller. Dann bauen wir die Viehfarm. Macht eigentlich Sinn, gerade bei den Lambals, wenn ich einen Lambal hier im Lager rumlaufen lasse, wirft es hier immer Wolle ab. Komm, baut ihr mal weiter. Wir machen hier was anderes. Wir machen hier mal das hier, Stoff. Das dauert nicht allzu lange, weil mit dem Stoff... Mir fehlt jetzt, glaube ich, noch... Ja, ein Stoff fehlt mir noch. Wieso habe ich nicht gleich drei hergestellt? Das Maximum, was ich kann. Ah ja, gut, okay. Ich brauche sowieso eigentlich nur noch eins, um mir meine Kleidung herzustellen oder Rüstung vielmehr. Jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Jawohl, die bauen wir uns jetzt, die Stoffbekleidung. Haben die jetzt fertig, die Viehfarm, die zwei? Ach nee, die legen Päuschen ein. Okay, alles klar. Ist ja auch wichtig, ne? Und mit der Fackel, wenn man die Fackel gebaut hat und mit der rumrennt, dann ist es einem nachts ja auch nicht kalt. Aber ich glaube, mit der Rüstung dürfte sich das auch erledigt haben, denke ich. Wir gehen dann einmal pennen hier. Zack, legen uns hin. Pennerunde und dann geht's auch schon weiter. Wir müssen unbedingt auf Paljagd gehen. Ich will hier so viel wie möglich sehen, erkunden und so weiter. Aha, die Büsche spawnen auch zurück. Das ist ja geil. Weiß ich nicht. Den Stoff tun wir jetzt einfach mal in die Box hier rein. Wolle auch. Alles, was so ein bisschen... was ist das? Antikes Bauteil. Enthält eine Fülle an Informationen und verlorenen Technologien. Ah, okay, cool. Was ist das? Eine seltene Feder. Leuchtende Federn, die von Pals gewonnen werden. Erziehe beim Händler. Ah, die kann ich dann beim Händler verkaufen. Geil. Hä, wie cool. Kann ich jetzt noch irgendwas hier... Ich nehme das Palladium-Bruchstück mit. Ist ja nur noch eins, weil ich will das Holz hier lassen. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, nochmal eine Box zu bauen. Eine Holztruhe. Ich wollte aber den Bogen wollte ich auch noch bauen. Deswegen wäre ein Eik zu dir wäre ganz, ganz wichtig. Gerade zum Holzfarmen. Meine Pals, die Katiwas, sind ja ganz fleißig schon am Steine farmen. Hier, ihr seht schon. Guck mal, er trägt das schön alles hier in die Truhe zurück. Irgendwann hat man ja so viele hier, die bauen einem alles, die farmen einem alles weg. Jetzt gucke ich mal, wie viel Holz ich schon habe. Kann ich ihn schon bauen? Jawohl, wir bauen den Bogen. Dann die Pfeile dazu, dass wir ein bisschen was auf Range haben.
eigentlich immer wichtig, glaube ich. Das wäre gar kein Fehler, bisschen was auf Range zu haben. Oh. Nein. Tschüss. Hallo, ich will den Bogen nehmen. Oh, tschüss. So, du kannst mir jetzt nochmal helfen, Pfeile zu bauen. Komm mit. Komm her. Komm, 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 komm. Auf geht's. 30 Pfeile davon. Da dürfte man auf jeden Fall mal was anstellen können. Wie viel habe ich denn an... Oh, Palsphären. 26. Das wäre gut. Na... Das ist jetzt aber ein bisschen blöd hier. Steht mir immer in der, im Weg. Wir bauen jetzt die Pfeile fertig und dann gehen wir auf die Jagd nach Pals. Oder bauen wir vorher noch was hier im Lager? Ich überlege gerade, ob es noch was geben würde, was man vielleicht bauen könnte, müsste. Ein Futtertrog wäre ja noch wichtig, glaube ich, ne? Komm, wir farmen nochmal schnell Holz. Der macht uns die Pfeile ja fertig. Kativa macht uns die Pfeile fertig. Ich kann die Palbox wieder verbessern. Das machen wir dann auch gleich. Man muss ja dann immer gewisse Sachen erfüllen, um die Palbox zu verbessern. Dann haben wir nämlich, können wir drei Kativas hier rumrennen lassen. Beziehungsweise noch einen Lammball vielleicht. Würde eventuell Sinn machen. Ja, komm, wir machen noch einen Lammball hier rein. Der hilft ja auch ein bisschen beim Bauen und so und beim Farmen. Würde Sinn machen. Und ich baue das jetzt noch schnell, ne? Ich baue noch einen Futtertrog. Baue ich hier irgendwo neben das Haus. Die Farm an sich ist ein bisschen, naja. Die Farm an sich ist ein bisschen klein jetzt. Oder die Base vom Platz her. Stört mich aber jetzt gerade nicht wirklich. Also nicht so wirklich. Okay, der baut die Pfeile. Jetzt gehen wir auf Jagd. Wie sieht's Inventar aus? Holz, das lasse ich noch hier. Ja, Holz brauche ich nämlich nicht mitnehmen. Das bringt nämlich gar nichts, da Holz mitzunehmen. Essen, wichtig und richtig. Fasern. Beerensamen, die brauchen wir dann für das Beet später dann. Den Bogen habe ich auch. Das passt. Ich habe eine Keule für Nahkampf. Oh, jetzt nehme ich das auch noch auf. Manu! Stein. Oh, Jesus, Mann. Wieso? Dann bauen wir halt nochmal eine Holztruhe. Was soll's? Komm, wir bauen nochmal hier eine Holztruhe hin. Scheiß drauf. Komm, helf mir, Kativa. Dann sind wir schneller fertig. Packe ich hier das Holz rein. Die Steine rein. Und das Erz auch noch. Ja, okay, so machen wir das. Palladiumbruchstück habe ich auch noch. Das machen wir auch da rein. Und dann... Ach du Scheiße, meine Spitzhacke sieht schon wieder übelst kacke aus. Die brauche ich aber jetzt gerade eh nicht. Da packe ich den Bogen rein. Und was war denn das noch? Ah ja, genau. Dieses Nacht-Ding, das hatte ich im anderen, auf dem anderen Spielstand auch. Hier im Pengulett. Kann ich eigentlich auch... Alter, Alter. Ja. Komm, das fangen wir. Das kriegen wir hin. 50%? Nee, auch nicht. 30%? Die Fangwahrscheinlichkeit für so ein Pengulett? Willst du mich verarschen? Ja. Ja, jetzt aber, oder? Ja, genau. Oder... Oh nein, ich wurde vereist. Ja, dann mache ich dich jetzt halt nass. Hier, dann mache ich dich kalt. Ja. Ey, jetzt habe ich hier fast schon 10 Palsphären verballert für so ein Pengulett. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt. Was soll der Schweinekram mit dem Pengulett? Festungskommandant. Ah, den Gleiter hätte ich mir natürlich jetzt auch noch. Oh. Egal, wir haben da unten Schnellreisepunkt. Den holen wir uns auch. Sollen wir nochmal ein Pengulett angreifen? Nee, ich will diesen Feuerfuchs noch haben. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie der heißt. Essen sollte ich auch noch was. Diesen Feuerfuchs.
Schnellreisepunkt erreicht, sehr schön. Der war aber auch hier unten. Ich habe den auch schon. Da unten, da. Den fangen wir uns jetzt auch noch. Auf geht's. Wie heißt er denn nochmal gleich, Mensch? Wie hieß denn der nochmal? Wir sehen's gleich, Fox Parks. Jawohl. Hey, verbrenn mich nicht, ist das klar? Ja, klar, der zweite natürlich auch gleich noch auf mich drauf. Ist mir scheißegal. Greif mal alles an. Wir wollen. Ich brenne. Den kriegen wir wahrscheinlich auch nicht gefangen, oder? Das bringt es was, ins Wasser zu gehen, wenn man brennt? Müsste ja. Eigentlich logisch, ne? Habe ich Foxparks gefangen? Ja. Fangen wir gleich nochmal ein. Solange ich hier im Wasser... Ist aber auch witzig, dass Foxparks hier im Wasser rumrennt und ich aber ein Feuerpfahl. 80. Gefangen. Sehr schön. Foxparks... was ist das? Hallo. Nehme ich. Danke für die Palsphäre. Leder haben wir jetzt auch gekriegt. Guck mal, da hinten ist nochmal so ein Schatz oder was. Das holen wir uns jetzt auch noch. Aber normalerweise hier rennen noch andere Parts rum. Gerade der Ike to Deer. Aber ich weiß nicht, ob ich im Level da schon ausreichend bin, wo ich hin muss. 5 Lamballs. Mir fehlt noch ein Lamball, sehe ich gerade. Um das da oben abzuschließen. Ach, den Status können wir auch noch verbessern. Statuspunkte, Wert erhöhen. Das machen wir jetzt schnell. Wert erhöhen. Was gehen wir da? Ausdauer? Ich würde Ausdauer nehmen und ich würde... Komm, wir machen Angriff, weil wir brauchen unbedingt LP. Gewicht tragen ist wichtig. Nehmen wir 2 und LP noch ein. So. Dann haben wir uns schon mal wieder verbessert. Nice, sehr geil. Ich suche jetzt mal noch ein paar Pals, die wir hier fangen können. Oh, da ist noch eine Truhe. Schatztruhe. Münzen. Brot. 3 Brot. Schwache Medizin. Geil, ich habe mich nämlich immer gefragt, wenn man so angegriffen wird, so wie ich jetzt. Ich habe ja kaum noch live, ne? Also das sieht ja schon ein bisschen mies aus gerade. Dass man auch Medizin nur so nehmen kann. Bis jetzt kann man ja wirklich nur Essen nehmen. Mitnehmen oder zu sich nehmen. Aber hier ist ja gerade gar nichts los. Wo sind die ganzen Pals? Wo seid ihr? Hallo? Chickipie? Ich will kein Chickipie. Ich habe schon ein fettes, großes Chickipie. Wen kann ich denn mitnehmen zum... Oh, komm mal, wir nehmen mal Pengolett. Pengolett kommt mit auf die Jagd. Hä? Es ist irgendwie, als wenn es immer wieder so durchtauscht, was hier gerade so rumläuft. In der Nähe unseres Lagers. Guck mal da. Lamball. Da haben wir es doch, unser Lamball. Dann fangen wir das noch. Dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Dann sind wir bei 5 Lamballs. Lamballs sind einfach zu fangen. Gumos. Gumos ist bestimmt, wird auch noch wichtig werden. Fange 30 Pals und erhöhe dein Level. Ja gut, das mache ich noch. Baue dein Lager aus. Nimm deine Ausrüstung und deine Pals. Mach dich bereit und besiege den Boss im Turm. Ja gut, das, da bin ich noch weit weg. Das schaffen wir jetzt natürlich noch nicht. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen arg viel craften, fangen, leveln. Kativas rennen hier viele rum. Aber Aiktidias. Ich hätte gern so ein Ike to Deer. Ich will so einen haben. Hey, komm jetzt her. Ike to Deer. Guck mal, alles voll mit Lamballs, Chickipies und so weiter. Da hinten ist schon mal so ein... wahrscheinlich irgendwelche verlassene oder hinterlassene Notiz oder sowas von so einem anderen Abenteurer. Das Lamball ist am Weiden. Cool. Haben wir schon ein bisschen Wolle da. Nice. Ja komm, dann machen wir jetzt mal die Palbox. Werden wir mal verbessern. Gut. Und dann machen wir... Wen machen wir hier hin? Sollen wir nochmal ein Kativa? Komm. Die Kativas sind echt so gute Farmer. Und die machen das richtig gut. Pfeile habe ich auch nochmal. Sehr schön. Inventar. Goldmünzen. Nein, wir machen das anders. Moment. Stein. Weg. Leder machen wir auch einfach mal hier rein. Dann haben wir noch Brot. Das lassen wir hier. Das brauche ich.
zum zwischendurch mal mampfen. Das machen wir auch raus. Eine Eisdrüse, geil. Da kommen noch so viele geile Sachen. Okay, wir können noch ein bisschen grillen. Foxbarks wäre zum Grillen ganz gut, ne? Das geht doch von alleine, oder? Ja, geht von alleine. Es verbrennt auch nicht oder so. Ah, ich bin mir jetzt gerade unsicher. Hier läuft gerade nichts rum. Nur Pengulets und das... Da habe ich ja... Nur diese Pengulets. Weil die auch geil sind, ne? Pengulets sind auch geil. Da ist wieder ein Kativa. Ach, das ist meins. Ups. Ah, die eigenen. Die eigenen verklopfen. Da unten ist ein Foxbark. Und da ist Nummer eins. Hauen wir es. K.O. Hey, lass mich. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche viel mehr. Ja, genau, zum Ausweichen. Ich brauche viel mehr Stamina. Ich habe noch viel zu wenig Stamina. Ey, geil. Yes. Das Eispal Pengulet gegen Foxbarks Feuerpal. Ja, auf die Knotte. Steng. Dungeldingeldang. Deng, dung, dengel. Hä? 24 Fangwahrscheinlichkeit. Hä, das habe ich auch nicht gefangen. Aber jetzt fange ich. Darf nur nicht verbrennen wieder. Ja, jetzt aber. Das kriege ich. Das kriege ich. Das habe ich. Und das. Yes. Da kommt Nummer eins. Foxbark. Komm her. Oh, noch einen zum Ausweichen. Jetzt muss er sich wieder erholen. Schön gemacht, Pengulet. Schön gemacht. Drauf, drauf, drauf. Pengulet, Pengulet. Ja, Mann, nice. Nochmal einen. Nochmal. Pengulet, nochmal. Wieso habe ich ihn jetzt wieder reingeholt? Wollte ich ja gar nicht. Ja, den kriege ich, den kriege ich. Den haben wir gefangen, den haben wir gefangen. 75%, 98%. Ja, sehr schön, den haben wir. Kein Problem. Da oben sind noch Pengulets. Alter, wie viele Pengulets hier auf einmal rumrennen. Was ist denn los? Dann fangen wir halt ein Pengulet. Da habe ich zwar vorhin sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht mit so einem Pengulet, aber egal. Ich werde es auf jeden Fall mal fangen. Guck mal, da ist das andere. Und patz, zwischen die Augen. Und patz. Und patz. Alter, ich bin gleich wieder vereist. Nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. Ach man, man muss auch immer. Das ist doch so blöd. Mach doch mal den Pengulet nicht kaputt. Pengulet nicht kaputt immer. Ja, du kannst zwar drauf. Ja, mach weiter, weiter, weiter. Nice, 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 nice. Jetzt kommen 57% Fangwahrscheinlichkeit. Den kriegen wir. Ah, locker, kein Problem. Okay, wir sind schon bei 18 Pals. Aber es sind nur Pengulets, keine anderen. Eiktüdier. Ich will den Hirschmann. Zum Farmen von Holz. Das wäre so geil. Aber vielleicht ist der erst am nächsten Tag wieder da. Da ist nochmal ein Pengulett, ein Lambal. Ja komm, dann fangen wir halt nochmal ein paar Lambals. Die sind ja einfach zu fangen. Für XP. Und dann war's das mit dem Lambal. Ich glaub's nicht. Ja, da hat man nur 13% Fangwahrscheinlichkeit. Was will er denn für eine Rolle? Er macht die Wolle-Rolle. Eine Rolle-Wolle. Nein! Ach, das ist kaputt. Es ist halt auch so schwierig, ne? Wenn man dann... mit seinen Pals... Was hat er hier? Kativa? Soll ich dir helfen? Ich helfe dir mal. Ja, ich glaube, manchmal sind sie ein bisschen buggy bei solchen Erhöhungen und so bleiben sie manchmal ein bisschen hängen. Da oben ist ein Dinossum. Ich glaube, damit brauche ich noch gar nicht kommen mit so einem Dinossum. Das wird in die Hose gehen, wenn ich das versuche zu fangen. Aber die Lambals können wir uns auf jeden Fall mal noch alle fangen. Produzieren natürlich dann schön viel Wolle. Das ist auch immer ganz gut. So, noch ein Lambal. Dann machen wir noch eins. Und zwei. Scheiße. Draufknüppeln. Aha, komm schon. Das ist so mies manchmal. Was ich daneben hau. Und.
Nochmal. Scheiß drauf. Komm, wir fangen mal jetzt. So, bumm, fertig, aus. Zurück ins Lager. Für diese Folge soll es aber auch gewesen sein. Schade, Mann. Nur Pengulets und Lambalts, aber dafür Foxbarks haben wir noch gefangen. Wir haben die Palbox erweitert. Das ist auch schon mal sehr geil. Wir sind hier auf 4 Stacks gekommen im Lager, die jetzt arbeiten können. Wolle und so weiter. Ein bisschen was haben wir hier auch schon gebaut. Ja, vielen Dank an dieser Stelle für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, Daumen nach oben. Den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Nicht vergessen. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder, zur nächsten Folge wieder und hoffentlich mit Ike2Dears und anderen Pals. Wir gehen dann auch nochmal ein bisschen weiter rein. Der Gleiter wird noch gebaut und. Also es gibt noch einiges zu tun an dieser Stelle. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, würde mich freuen. Bis dahin, ich bin raus. Tschüss.